So. Dann nehmen wir vielleicht noch den hier. Sieben. Echt, sind es nur noch die? Es können nur noch die sein. Wünscht mir Glück. Neun! Jawohl! Jawohl, was haben wir bekommen? Apex-Torso. Okay. Ja, das ist doch schön. Dann haben wir unser erstes Fossil geborgen. Oh, cool, cool, cool. Fossil, Fossil, Fossil. Fossil der Bär. Wie komme ich denn auf sowas? So, wir waren hier. Ich möchte eigentlich hier gerade nach unten graben, denn wenn wir was finden, dann finden wir es auch unter uns. Und ich habe keine Lust. Also wenn ich wieder nach oben will, dann grabe ich einfach gerade nach unten. Gerade nach oben. Danke. Ich finde die auch geil, oder? Die Fledermäuse mit dem Zungen. So, okay. So, nur runter mit uns, runter mit uns, runter mit uns. Das ist jetzt hier Eis. Krass, das wäre halt cool, wenn das Wasser vielleicht gleich gefrieren würde, ne? Das wäre halt auch cool. So. Na komm schon. Zack. So, hier sind noch ein paar von den Kapseln. So, wir kommen von hier gerade hoch, beziehungsweise gerade runter. Das heißt, wir graben uns noch weiter nach unten in Richtung des Chors. Fleischbiom, natürlich. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Das kann mir aber nicht egal sein, weil mein treuester Freund da unten wieder versucht, mich zu töten. Deswegen werde ich ihn jetzt töten. Boah, man sieht halt nichts da unten, oder? So. Wirklich. Aber immerhin ist das nicht so ein riesen Gefahrenplanet. Das heißt, ich bekomme nicht so auf die Mütze. Nicht so extrem auf die Mütze. So, komm, Rippchenbogen. Verzupf dich. Natürlich ist es da jetzt deutlich einfacher. Erstens mehr wegen dem Wasser, weil ich mich nicht so anchargen kann. Zweitens, warum ist hier kein Wasser mehr? Warum kommt hier kein Wasser runter? Warum kommt hier kein Wasser runter? Das irritiert mich etwas. Warum kommt hier kein Wasser runter? Hallo? Hab ich den Ozean kaputt gemacht? Hallo? Wasser? Ja, nicht von dir. Hier tröpfelt langsam wieder Wasser runter. Aber warum nicht mehr? Warum tröpfelt hier nicht mehr Wasser runter? Okay. Warum, meine Freunde? Warum? Ja, immer nur wieder vereinzelt. Ja, warum? Ist der Weg zu weit? Für das Wasser? Oder muss das Wasser erst irgendwelche anderen Höhlen füllen? Hier ist Wasser, ja.
kommt wieder Wasser, ja. Vielleicht. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, jetzt hier mit dem Wasser. Ich dachte, das fließt jetzt hier permanent nach unten. Tut es jetzt ja auch. Warum hat es das vorher nicht getan? Das Wasser hier. Wo kommt denn das hier her, das Wasser? Ach, da muss wahrscheinlich die Höhle komplett befüllen. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder runter, während hier die ganzen Caves befüllt werden. Wahrscheinlich braucht das Wasser einfach länger, bis es nachfließt, ja? Das sieht man, ja? Nee, 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 nee. Danke, 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 aber ich habe keinen Bedarf. Okay, nee, ich lasse es sein. Ich hau ab von dem Planeten. Erstens, es ist wirklich total langweilig. Ja, es passiert hier nichts. Ich bin hier ständig nur am hoch, runter, hoch, runter gehen. Man sieht wohl kaum was. Ja, trotz meines Lichtes im EPP. Mir fällt dazu wirklich gar nichts ein, irgendwas zu sagen, irgendwas zu bequatschen jetzt. Außer, dass ich jetzt einfach nur nach oben gehe. Hallo? So. Deswegen marschiere ich jetzt wieder nach oben und versuche wieder hochzukommen und versuche, genau, hier sind wir schon wieder. Und versuche ganz einfach wieder weg von den Planeten zu kommen. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht so ganz mein Fall, das Ozeanbiom. Wir haben zwar Gott sei Dank hier so ein Apex-Torso bekommen. Für die Fossilien von den Fossilien. Mit den Fossilien, für die Fossilien. Deswegen nehme ich mir jetzt hier irgendwie eine Kiste raus. Was haben wir denn? Was haben wir denn für große Kisten? Hier, 16 Items. 24 Items, komm schon. So. Dann 24 Items, Large Crate. So, mach voll hier. Und dann nehme ich mir einfach die Crates. Dann nehme ich mir die Crates. So, und die platziere ich jetzt hier oben. Wie gesagt, alles erstmal nur provisorisch. Wir werden etwas unterwegs sein. Ich habe mich... Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt machen werden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jedenfalls werden wir das Zeug jetzt hier ausleeren. Das heißt, abgeben. Das ganze Zeug legen wir hier rein. So, dann haben wir hier auch jede Menge Sachen. Oh Mann. Zack. Wo war die? Die war hier bei den Items. Genau. Dann haben wir noch einen Shade und Co. Storm Plugger, naja, das war jetzt auch nicht sonderlich berauschend. Water Balloon. Ach komm, wirklich, Wasserballons. Sniper Rifle, die Shotgun haben wir ja gesagt, bleiben wir. Die Shotgun bleiben wir, ja genau. Das habe ich gerade wirklich gesagt. So, und dann, ja... Ich habe so viel Zeugs. Ich werde das jetzt erstmal verballern. Aber nicht auf diesem Planeten. Wir haben nämlich noch genügend Fuel. Und deswegen gehen wir hier weg und gehen wir auf den nächsten Planeten zum Eis. So. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt auf dem Eisplaneten finden. Ich bin halt momentan noch ein bisschen am Schauen, mir die Welt anschauen. Ich bereise jetzt erstmal ein bisschen das Universum. Wir haben natürlich echt schon einiges an Items und wir haben vor allem schon wieder Hunger. Ich weiß gar nicht, dass das immer so Current Corn immer so extrem Hunger hat der Typ, ja. So, hier haben wir noch ein bisschen was, dann nehmen wir noch die zwei mit und runter auf den Eisplaneten. Da bin ich jetzt auch schon gespannt. Gibt es Pinguine? Ja klar gibt es Pinguine, haben wir schon gesehen. Und gleich... If you're unprepared, the weather will freeze you solid. Ja... Das
Das ist ja putzig, oder? So ein kleiner Backofen, so ein kleiner Ofen hier drin. Lieblos. Ja, und natürlich Holz, 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 Holz. So. So, es ist nämlich wieder nachts. Ja, und was machen wir nachts natürlich? Holz sammeln, Holz sammeln. Und Schnee. Naja, das ist vielleicht jetzt nicht so toll, das an Schnee mitzunehmen. Aber den können wir auch leicht wieder wegschmeißen. Deswegen, ja, muss jetzt nicht sein. Boah, das sind aber auch Riesenbäume hier, oder? Riesenbäume, trotz des Schnees. Was ist hier los? Hier ist bestimmt Schnee reingefallen, da gibt es bestimmt was. Oder auch nicht. Ach komm. Wirklich, da war jetzt nichts unten. Ich hätte mir zumindest einen zugefrorenen gewünscht, ja, aber nein, leider nicht. Ach so. Wir haben ja noch keinen Brunnen mitgenommen irgendwo. So, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Was bist du? Hello, friendly person. Was seid ihr? Seid ihr schon wieder... Was ist das? Das sind schon wieder Chiolotl. Ah, hier ist wieder Statuen. Statuen, kann ich da... Boah, jede Menge Pixel. So, Shiny Little Dark Books. Ich sollte mal N weiter drücken. Hier wieder Books. Okay. Damit hätten wir erneut ein... Ja, einen Bazar gefunden. Allerdings auf einem Planeten, der jetzt nicht wirklich mir irgendwelche, ja, irgendwelche besonderen Sachen bietet, außer vielleicht diese dekorative. Diese dekorative Owl Wall Clock, die ich mir eine mitnehme. So. Ja, ich habe das letzte Mal... Beachball, cool. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich muss das jetzt nicht wirklich alles... Nur Shadow... Ist das Small Icy Well East, North East, also da drüben. Small Icy Well, der... Oh nein. Ich bin aber auch ein Knallkopf. Da muss ich halt einfach mal warten. Ah, ich Idiot. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. So. 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 Kiste mit einem Manipulator-Update. Das kann ich vielleicht noch scannen. Dann kann ich hier auch nochmal anschauen. Nun gut, hier ist nochmal eins. Ein Stab. Hier ist nochmal eine Kiste. Hier ist nochmal eine Kiste. Und mit einem Upgrade-Modul. Was hast du noch? Noch irgendwas? Torchstand, Hatchling Circlet, Alien Closet, Pineapple. Was ist das oben? Wartweed? Wartweed! Naja, was auch immer eine Wartweed ist. Bücher haben wir schon alle gelesen. Ja, nichts wirklich Interessantes auf diesem Eisplaneten bisher. Was bist du? So, ein Ding, ja, eine Lampe, eine ganz gewöhnliche Lampe. So, oh cool, eine epische Einhandwaffe. Geil. Geil, 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 geil. Oh, was war das? Snowball Shooter, auch cool. Snow. Boah, cool. Cartilage Gun. Okay. Ist auch cool. Warum sieht man da unten? Warum sieht man das da unten? Ach so, weil es Eis ist, richtig. Und Eis lässt ja geringe Mengen an Licht durch. Außerdem sind hier
Glowrock? Wie Glowrock? Wie Glowrock? Blue Glowrock! Ach, deswegen! Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Dann nehme ich doch gleich mal, ich würde sagen, 200 mit, oder? Bevor ich dann den gelben Glowrock auch noch mitnehme, der hier ist. Das ist ja cool. Ein Leuchtstein. Ein leuchtender Stein. Geil. Geil, geil, geil. Low Fiber. Wieso leuchtet das hier alles? Huch. Ganz schön laut, wenn der umfällt, oder? Tatsächlich Yellow Low Rock. Low Rock? Yellow Low Rock. Yellow Glow Rock. Wahnsinn, oder? Hier. Wie viel Manipulator-Updates haben wir denn schon? 10 erst. Oh, das zieht sich ja. Das zieht sich unangenehmerweise. Aber da kann man nichts machen. Das ist halt so. Yellow Glow Rock. Yellow Glow Rock. Ich fasse es nicht. Und stell dich halt nicht so an. So. Okay. Dann sind wir im Inneren des Planeten. Und was machen wir im Inneren des Planeten? Wir erkunden. Und schauen wir mal, was wir hier finden. Alles so an Schandtaten. Matsch. Kohle. So, was haben wir denn hier alles? Copperohr. Und wir haben hier einen Sarkophag. Huch! Warum schmeiße ich denn mein Schwert weg? Bin ich irre? So, das gab ein Manipulator-Update. Das gibt außerdem Pixel. Das letzte Mal waren mehr Pixel drin, aber ich glaube, das war auf diesem Fury-Planeten, auf diesem noch einer. Also man merkt deutlich den Schwierigkeitsgrad an zwischen dem radioaktiven Planeten und dem hier. Das ist nicht so schwer wie bei dem anderen Planeten. Ja, die Gegner können dich auch öfter treffen als dreimal. Ich bin echt mutig, ne? Ich springe einfach runter. Nach mir die Sintflut. So, Kupfer, 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 Kupfer. Okay, da ist noch mehr Kupfer. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mit meinem Drill mache, weil... Ich habe keine Ahnung. Salbe, Salbei und wieder ein Challenging Room. Wir haben aber auch ein Schwein. So. Das Problem ist nur, wenn ich lauter Challenge Rooms finde, dann komme ich nicht mehr weiter. Dann komme ich nicht weiter. Ich hoffe, ein bisschen schwereren Challenge Room mit ein bisschen mehr Loot. Natürlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass mich das erwischt. Okay. Oh Gott, meine Lieblingsdisziplin auf Plattformen. Was ist das? Okay, Jump Like a Monster, ja, ja. Okay. Das ist auch in der Tat ein etwas größerer Challenging Room. Jump Like a Monster, ja, das ist richtig. Ich kenne auch Fall Like a Monster. Muss ich nochmal runter, da oben ist nämlich eine Kiste. Die würde ich sehr gerne holen. Nein!
Jark! 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 Mist! Verdammter Mist, 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 Mist! Mist! Dann bleiben uns ja Items und ich glaube, Pixel haben wir auch nicht verloren. Ah, Mist! Mist, 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 verdammter Mist! Ach, Mann! Ja, kann sich ändern. Dann haben wir seit langem mal wieder einen Challenge schon verkackt. Small Snowy Alkove. Ja, komm, machen wir Snowy Alkove. Huh! Ich erinnere mich, ich darf den ja gar nicht. Ich muss den eskortieren. Find Solly's Friend. So, take me to Solly. Oh, super. Das war einfach. Bitte mehr von diesem Quest. Titanium Horn. Okay. Na, Fackeln. Und jede Menge, wirklich jede Menge Holz. Da muss ich auch bitte eine Beschwerde da abgeben. Ich verstehe auch nicht, warum zum Beispiel auch jetzt hier auf diesem. Warum ich auf dem Feuerplaneten nicht so viel Holz finde wie jetzt hier. Ja. Vielleicht täuscht es auch und ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Small Research Lab. Selbstverständlich. Zum Small Research Lab gehen wir selbstverständlich hin. So. Das war's schon. Das war's schon. Okay. Titanium-Ohr. Ja, das ist auch cool hier. Und was mache ich mit coolen Sachen? Ja, ihr ahnt es schon. Ich nehme es mit, ich nehme es mit, ich nehme es mit. Komme ich denn da? Ja, ich komme eigentlich runter. So, 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 so. Concrete Block. Okay. Also Beton. Beton haben wir quasi auch noch nicht als Baumaterial. Also Betonblöcke haben wir noch nicht wirklich. Aber das hat sich jetzt eben geändert. So, ich glaube nicht, dass da unten schon weitergeht. So, ja, ich entschuldige bitte, aber ich nehme das jetzt bitte ganz kurz mit alles. Ich beeile mich ja auch. Denn es ist hier nicht so. Ja, mir fällt nichts dazu ein. Mir fällt nichts dazu ein. Ich wollte eigentlich heute mein großes Bauprojekt starten. Ich wollte dazu aber eigentlich erst den 4x4 Manipulator haben, weil ich werde dieses Steinhaus in Anführungszeichen wieder abreißen. Mir gefällt es nämlich nicht. Einfach, es hätte jetzt wahrscheinlich mehr zum Glitch gepasst. Boah, was sehe ich noch? Xiali Moonlinker. Geil, echt, diese verschiedenen Items, ja, man kann halt. Muss ja halt einfach alles sammeln. Alles mitnehmen. Wobei ich bin ja so ein, Knallkauf, ja, ich nehm's ja, ich nehm's mit und verkauf's dann einfach wieder. Super, eine Pixeltruhe auch noch. Also eine Pixel, ist schon. Eine kleine grasbewaldete Schneckenbehausung. Genau, einfach mal vorbeigesprungen mit einer Kiste hier oben. Oder auch nicht. Learn to craft Fluffy Ruffs. Was sind Fluffy Ruffs? Keine Kiste, nichts. Fluffy Ruffs. Nun gut.